Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge Pokémon Schwarz und Dankeschön für euer ganzes Feedback. Wir haben jetzt so viele neue Zuschauer gewonnen, dafür wollte ich mich nochmal sehr bei euch bedanken. Und jetzt nochmal, schaffen wir die 10 Likes? Wir haben letztes Mal sogar schon die 12 Likes geschafft, wäre mega mega nice. Und wenn ihr neu zugeschaltet habt, schreibt jetzt gerne einen Kommentar und ein Abo, auch an alle, die jetzt schon, sagen wir mal, länger zuschauen. Schreibt auch gerne mal einen Kommentar rein. Unten in die Kommentare, wie cooles Video oder so. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt weiter durch mit Pokémon Schwarz. Wir sind gerade bei der Himmelsfallbrücke und schauen uns jetzt die schönen Szenen an und werden danach in die neue Stadt einziehen. Ich finde, das ist, sind echt super Animationen. Für 2010 ist das ja, glaube ich, rausgekommen. Ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Ist echt krass. Wir Let's Playen das 2020 während der Corona-Zeit. An alle, die jetzt hier gerade nochmal später zuschauen, das ist echt während der Corona-Zeit aufgenommen worden. Und wenn ihr die alten Folgen nicht gesehen habt, gerne reinschalten, die Playlist ist verlinkt. Hallo, überquert man von hier aus die Himmelsfallbrücke, gelangt man zum Ewigen Wald und nach Septerna City. Ja, da kommen wir gerade her. Puh, ich bin jetzt weit gelatscht, meine Füße tun ja schon so weh. Hä? Aber das ist doch lang kein Grund, so auf Beine zu starren. Alles klar. So, wir sind, glaube ich, jetzt in der neuen Stadt. Ja, Stratos City. Da bin ich mal gespannt. So, wie sieht es mit unserem Pokémon aus? Dusselgur ist besiegt. Wir müssen wahrscheinlich jetzt gleich wieder kämpfen. Oder? Nee, doch nicht. In Stratos City gibt es echt unglaublich viele Menschen. Leider interessieren sich manche nur für sich selbst. Ja, das stimmt. Ich habe ja so viel zu tun. Wenn ich mein Frühstück esse, muss ich mir schon Gedanken über das Mittagessen machen. Und beim Mittagessen quält mich bereits das Abendessen. Da will ich so viel bedacht sein. Und das wiederholt sich Tag für Tag. Ich bin so unglaublich beschäftigt. Ja, das kenne ich. In dieser Richtung, Stratos Street, Uferseite Pier des Luxusschiffes. Krass, okay, nice, Leute. Wir werden dann jetzt hier einmal... Oh, was ist hier denn? Oh, du willst dein Pokémon-Team wieder fit machen? Tut mir leid, ich wollte dir nicht im Weg stehen. Kennst du schon das Geonet? Nein? Okay. Cool, danke dafür. Ich will aber erstmal nur meine Pokémon heilen lassen. Bam, bam, bam. Und ich habe erfahren, Dankeschön an alle, die reingeschrieben haben, Kiesling kann sich nicht weiterentwickeln ohne einen Tausch. Deswegen werden wir so schnell wie möglich erstmal Nagelotz noch austauschen, Vegimak austauschen und Kiesling austauschen. Diese drei Plätze sind also noch frei. Wir werden dann mal schauen, ob wir ein cooles neues Pokémon irgendwann finden. Ja, und ansonsten, ja, okay. Und ansonsten, ja, müssen wir schauen, welche Pokémon wir noch fangen werden. Ich habe jetzt gehört, dass man einen Milzer fangen sollte. Galapafloss wollte ich mir noch fangen. Ja, und ansonsten können wir dann mal schauen, welche Pokémon wir noch holen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. So, bevor wir jetzt aber hier weiter schauen, werden wir die Stadt erkunden und schauen, was es hier Neues gibt. So, was hat er jetzt hier zu sagen? Vegimak, Grillmak und Sodamak sind drei Pokémon, die sich entwickeln, wenn du einen besonderen Stein benutzt. Welches Pokémon soll sich entwickeln? Warte, wir können uns jetzt einen Stein aussuchen? Wir haben ja Vegimak, aber lohnt's? Kann man alle drei Steine irgendwie mal bekommen? Das wäre natürlich cool, wenn wir im Livestream wären. Soll ich jetzt Vegimak, Grillmak oder Sodamak nehmen? Also welcher Stein ist jetzt der beste? Wir nehmen einfach mal Vegimak. Ja. Gut, Dankeschön. Dann habe ich jetzt den Blattstein erhalten. Weil, ich weiß nicht, ob du dich auskennst oder nicht, daher erkläre ich, wenn sich Pokémon entwickeln, werden sie zerstärken können, aber nicht mehr so viele neue Techniken erlernen. Da diese Neuigkeit besonders auffällig bei Pokémon ist, die sich dank eines Steines entwickelt haben, ist es zu empfehlen, Steine erst zu gebrauchen, nachdem die Pokémon eigene gute Techniken erlernt haben. Sollst du schon früh deine Pokémon mit Stein entwickeln, ist es besser, ihre Attacken mit TM beizubringen. Okay, dankeschön für die Info, werden es aber nicht weiterentwickeln. Richte deinen Daumen auf und balle diese Fingern. Deine Geste wird Daumen hoch genannt oder bedeutet so viel wie okay oder gut gemacht. Alles klar, danke dafür. So, dann haben wir erstmal einen Blattstein erhalten. Mega cool. Ja, sollte jetzt hier ja im Beutel zu finden sein. Hier genau, Blattstein, Mondstein. Ja, können wir jetzt Vegimak weiterentwickeln, wenn wir das wollen. Wollen wir jetzt aber erstmal nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Straße hier rein. Okay, ist hier irgendwas Spannendes? Hier ist nichts. Und hier? Die MS Einall Royal wird gerade beladen und vorbereitet, um die stärksten Trainer gebührend zu empfangen. Scheuen wir keine Mühen.
Da muss ich auch unbedingt rein, Leute. Eine Folge, die MS Royal mit euch zu genießen. So, dann gehen wir jetzt mal in die Straße hier rein. Boah, ist das voll. Das wird so lange dauern, bis man hier durch ist. Was ist jetzt hier drin? Game Freak. Gut, dann gehen wir mal bei Game Freak rein. Sehr cool. Nichts. Es sah so einsam und verlassen aus. Da habe ich mir gedacht, ich lese ihm ein wenig von dem Bilderbuch vor. Wenn du wissen willst, kannst du auch gerne zuhören. Dann will ich dir meine Geschichte mal erzählen. Okay, es ging um einen Zuhua. Okay. Nanu, warum bist du denn auf einmal so rot? Okay, es geht um einen Zuhua. Gehen wir mal hier in den Aufzug rein. Ja, 21. Stock, fahren wir mal hoch. Und jetzt sind wir hier bei Game Freak. Der Abfalleimer ist leer. Zack, gehen wir mal zu ihm hier. Ich bin hier der Sounddesigner. Ich habe mir besondere Mühe gegeben, die Spielszenen immer mit passender Musik zu untermalen. Ist dir sicher schon aufgefallen, oder? Auf jeden Fall, die Sounds sind absolut super. Gefällt mir. Was ist er jetzt? Warum man danach streben soll, so viele Pokémon-Kämpfe wie möglich auszutragen und dabei immer stärker und stärker zu werden, ist doch klar, damit man noch mehr Pokémon-Kämpfe austragen kann. Weil du einmal stark genug bist, dann tritt ruhig gegen mich an. Warte, man kann gegen die kämpfen? Ich bin Relaxo. Quatsch. Scherz beiseite. Ich bin Grafikdesigner. Nur mal so nebenbei. Das Item Überreste ist von allergrößter Wichtigkeit. Ich bin hier für die Grafik zuständig und Pixelschubse aus Leidenschaft. Schwupp und wieder ist ein Pixel aus dem ihm vorbestimmten Platz. Juhu. Okay. Mülleimer ist leer. Mülleimer ist leer. Huch, was tust du? Ich bin auch gerade dabei, das Ende des Spiels fertigzustellen. Verdirb dir doch nicht die Vorfreude. Schau es dir lieber an, wenn das Spiel selbst abschließt. Alles klar. Tach, ich bin hier der Spieldirektor. Aha, du bist dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen. Sehr löblich. Wenn sich darin einiges angesammelt hat, musst du mir das unbedingt mal zeigen. Alles klar. Sollte eigentlich alles passen. Oder? Schauen wir uns hier gerade mal an. Ja, ich habe hier nebenbei mal so ein Buch liegen. Von der Pokémon Schwarz Edition und gerade nochmal kurz was nachgelesen. Also hier kann man auf jeden Fall nichts holen. Fahren wir zurück ins Erdgeschoss, würde ich sagen. Gut. So, sind wir jetzt hier weiter durch. Ah, ich habe so Bock auf dieses Spiel, Leute. Gehen wir mal hier weiter. Hier steht wieder ein Mülleimer. Der Abfalleimer ist leer. Und das hier ist ein Getränkeautomat. Tafelwasser, Sprudel, Limonade. Ich will aber nichts kaufen. Danke dafür. Gehen wir mal hier rein. Mal schauen, was wir hier finden. Na, wie wäre es mit einer erholsamen Schaffung für deine Pokémon? Nehme Dusselgur. Na fein, dann will ich gleich mal loslegen. So, die Maschase hat ihr auf jeden Fall nicht verfehlt. Das Pokémon hat sich jetzt richtig gern. Alles klar, was ist jetzt passiert? Bericht? Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, was das gebracht haben soll. Aber danke dafür. Wenn es dem Pokémon gut geht, geht es mir auch gut. Ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht. Dieses Lächeln überträgt sich wiederum auf das Pokémon und macht sie fröhlich. Fahren wir mal hoch. Mal gucken, wie viele Etagen es hier gibt. Auch nur eine Etage, 10. Stock. Schauen wir hier rein. Der Abfalleimer ist leer. Menschen, um dich herumzusprechen. Alles klar, danke. Erholung. Daniel erhält das Item Erholung. Dankeschön dafür. Okay. Erholung ist cool. Ist aber jetzt nicht so meine Lieblingsattacke. So die Defensiven. Ich gehe lieber auf Full Attack. Full Attack Mode. Oh, liegt da vielleicht noch was? Nö. Hier ist nichts. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das nächste Gebäude abgeschlossen. Erdgeschoss wollen wir zurück. So, laufen wir hier lang. Oh, jetzt kommen wir hier irgendwie raus. Boah, sind hier viele Leute. Eine Szenerie mit Menschen oder eine Szenerie mit Pokémon? Beides ist unglaublich schön, darum male ich Bilder. Ach ja, das Atelier findest du in der Trend Street. Das ist ein Atelier, alles klar, danke dafür.
Ist das Neues? Nein, auch nur Limonade. Mülleimer ist leer. Zentrum von Stratos City in dieser Richtung, Route 4. Gut, hier sind wir, glaube ich, schon zu weit. Hey Trainer, zeig mir, auf was du auf den Kassen hast. Lassen wir unsere Pokémon kämpfen. Gerne. Gut, ja, machen wir mal den nächsten Pokémon-Kampf, würde ich sagen. Gegen Herausforderung von Tänzer Paco. Ein Vegimark wird in den Kampf geschickt. Und wir haben Level 21. Level 21. Was? Setzen wir Windstöt ein. Zack. Was für, warum Level 21? Ist das so hoch jetzt für das Level? Oder haben wir einfach gerade irgendwas geskippt? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall weiter Windstöt einsetzen. Sehr gut. Ah, Igelsamen ist natürlich stark. Wir müssen unbedingt unser Dosegur auf jeden Fall höher leveln, weil Level 17 ist echt... Ja, okay, unser Verkokel ist natürlich Level 22. Das sollte ja dann eigentlich ganz gut passen. Ah, Egelsamen ist stark. Okay. Zweimal Windstück noch. Oh, Biss. Ja, Dosegur wurde schon besiegt. Sehr gut. Ja, setzen wir mal unser Verkokel ein. Und dann machen wir einmal Glut. Und dann ist das Vegimark auch schon weg. Vegimark wurde besiegt. 672 Poké-Dollar. Alles klar, erstmal tanzen. Alles klar. Und wie war ich? Unschlagbares Rhythmusgefühl, oder? Aber denkst du nicht auch, dass ich mit Tanzpartner noch besser wäre? Hör mal, finde bitte zwei Tanzpartner für mich. Zusammen mit ihnen könnte ich dann ein Tanztrio bilden. Ja, jemand, der so angezogen ist wie ich, muss auch ein echter Tänzer sein. Alles klar. Kamen wir gerade hier raus? Ja, ne? Wir kamen gerade aus der Straße. Ja, wir kamen gerade aus der Straße. Dann gehen wir jetzt hier in diese Straße rein, würde ich sagen. Wir gehen jetzt erstmal hier in diese Straße rein. Oh, was ist denn hier? Okay. Lass uns mal hier ein Stratos-Eis kaufen, würde ich sagen. Erstmal ein Stratos-Eis vorne ran. Cool. Als ob da echt sich wieder Leute anstellen und so. Wie cool ist das denn? Ja, Eiscreme. Das berühmte Eiscreme von Stratos City. Ein Stratos City Eis nur 1 Dollar. Ja, komm, lass kaufen. Vielen Dank. Wir haben ein Stratos-Eis gekauft. Cool. Okay. Was kann man jetzt zu diesem Stratos-Eis tun? Da, Stratos-Eis. Dieses Eis ist eine Spezialität aus Stratos City. Es behebt alle Statusprobleme eines Pokémon. Oh, Stratos-Eis ist ja richtig gut. Ja, nice. So, was ist das hier? Stratos-Atelier. Gehen wir mal rein. Hier. Ich bin zwar kein so großer Künstler wie Arti, bringe aber das ein oder andere Kunstwerk auf die Leinwand. Und heute würde ich wirklich gerne einen Pokémon vom Typ Käfer malen. Zeigst du mir eine Inspiration, was für ein Pokémon dabei hast? Habe ich überhaupt ein Käfer-Pokémon? Oh, ich habe gar kein Käfer-Pokémon. Okay, wir müssen Typ Käfer-Pokémon holen. Alles klar. Wenn du Artes Gemälde sehen willst, gehst du auch am besten zur Pokémon-Arena. Okay, ich würde sagen, wir müssen uns jetzt erstmal einen Typ Käfer-Pokémon holen. Das werde ich wahrscheinlich fangen, kurz offscreen. Und ja, dann gehen wir jetzt mal hier. Haben wir jetzt hier über eins übersprungen? Ne, hier war ja die Einal Royal, ne? Hier war ja die Einal Royal. Hat er noch irgendwas? Die sind alle nur am Murmeln. Jetzt gehen wir mit dem Schiff nach Hause. Und was haben wir jetzt hier? Da. Was hat es mit dem schwarzen Schiff auf sich, das hier kommt und geht? Schwarzes Schiff steht da, alles klar. Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht und ich einfach losholen könnte vor Wut, dann werde ich mich zum Meer und schreie mir auf den ganzen Tag. So, natürlich, wenn ich allein bin. Alles klar. Cool dafür. So, da sind wir gerade rausgekommen. Boah, ist die Stadt groß. Kampf-AG. Dann gehen wir mal in die Kampf-AG rein, würde ich sagen. Okay, was hat er? In diesem Gebäude prallen nicht die Meinungen der Angestellten aufeinander, sondern ihre Pokémon. Du siehst ja ziemlich stark aus, aber mach dich oben besser auf einiges gefasst.
Ich werde ja jeden Tag per Weckruf aus dem Bett gescheucht. Da sind mein Schatz und ihr Pokémon echt gnadenlos, aber wenigstens kümmert sie sich täglich um mich. Daher gebe ich alles für sie. Das ist süß. So, ich würde sagen, wir werden dann weiter unser Verkokel trainieren, wenn wir jetzt hier in der Kampfallee sind. Oh. Es gibt sogar zwei Geschosse. Let's go. Willkommen, das ist die Kampf-AG. Du bist ja schon hier, bist, werde ich dich ohne unnötiges Geschwätz herausfordern. Das hört sich gut an. Gut, jetzt haben wir einen Verkokel am Start. Da können wir jetzt dann auch ein Kampf-Item einsetzen. Hier, Kampf. Setzen wir mal Armstoß ein. Zack. Ein Hit. Zwei Hits. Drei Hits. Vier? Ja, vier Hits. Ah, schade. Viermal getroffen. Biss wird eingesetzt. Alles klar. Ist nicht sehr effektiv. Und dann machen wir nochmal Zertrümmerer. Oben drauf auf Terrybark ist somit besiegt. 637 Erfahrungspunkte. Fast sogar noch ein Level auf. 760 Pokédollar. Kämpfe gegen ihn hier. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ja, ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Und jetzt werden wir dich auch besiegen. Alessio, ein Praktibalk. Ist Kampf. Setzen wir einfach mal Nitro-Ladung ein. Mal gucken, ob das was bringt. Zack, los geht's. Joa, ist okay. Two-Hit-Kill. Fußkick. Das sollte nicht so... Oh, ist auch effektiv, alles klar. Aber nochmal Nitro-Ladung. Das wird auf jeden Fall treffen. Praktibalk wurde auch besiegt. Sehr gut. Level 23. So, sehr schön. Walzer. Was ist das für eine Attacke? Oh, Stein. Nee. Aber das wird jetzt eine... Nee, Walzer ist keine gute Attacke. So, nicht erlernen. So. Dann haben wir den auch besiegt. Dann würde ich sagen, 760 Pokédollar oben drauf. Wir befinden uns jetzt hier in der Kampf-AG. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns dann in der nächsten Folge wieder. Letzte Folge war ja relativ lang. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Stopp. Und dann schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.